Die Bäume, die stehen mir ein bisschen zu nah dran hier. Der hier auch. Der auch. Gut, der Rest kann so bleiben. Guck mal, hier wächst das auch schon. Das bedeutet, wir gehen Cobblestone holen. Doch, wir gehen Cobblestone holen. Und dann gucken wir dann gleich mal, dass wir ein bisschen Sachen wegschmeißen. Und dann machen wir zumindest den Weg mal fertig. So als Testaufnahme für die neue Main-Test-Version. Und ich gucke danach dann mal, dass ich den Shader wieder konfiguriere. Weil das sieht komisch aus. So, ich habe hier gar keine Kiste für... ich habe hier aber ein Loch. Habe ich hier ein Loch? Irgendwo hatte ich ein Loch. Egal, mache ich ein neues Loch. So, da liegt jetzt ein Cobblestone drin. Und dann schmeißen wir dann da nämlich ganz viele Blätter dazu. So, so. Ganz viele Blätter schmeißen wir dazu. Einfach alles rein. So, so. So. Setzlinge haben wir auch wieder ein paar. Das ist ganz gut. Holz haben wir ein bisschen was. So. Da haben wir ein bisschen was von. Da haben wir was von. Dann machen wir da eine Erde drauf. Zack. Und dann ist der ganze Kram ordnungsgemäß entsorgt. So. Und, nee. Bergbau, da kommt hier dann... Nee, wir tun das in die Zeugskiste. Zack, zack. So. Cobblestone. Wir können eigentlich, wo wir eh gerade dabei sind, ein bisschen aufzuräumen. Hier diesen komischen... Der kommt eh nie wieder. Den tun wir dann mal mit in unsere Unknown-Item-Sammlung. Haben wir da schon einen von? Da hatten wir sogar schon irgendwo, hatten wir den jetzt natürlich nicht gesehen. Ach, guck mal hier, das war hier ist der Tisch. So. Dann müssen wir eigentlich, müssen wir theoretisch einen neuen machen. Der Tische. Kann man hier Tische aus Holz machen? Ich muss mal Tische aus Holz machen. Oh, nämlich schön Holztisch. Ah, oder wir machen, ah, wir gucken mal eben. So, Möbel und... Wir haben sogar noch Tische. Wir brauchen gar keinen zu machen. So. Zack. Die schöne Garnitur. Ich habe mich gestoßen an meinem eigenen Schreibtischstuhl. Aua. Aua, aua. So, darauf erstmal einen Schluck. Einen Schluck frischen Saft. Dann stand da oben irgendwas. Achso. Egal. Also. Nachdem wir eine halbe Stunde rumgealbert haben, können wir jetzt langsam mal produktiv werden. Und zwar. Ich wollte Cobblestone mitnehmen für den. Für den Weg. Wir brauchen ein paar mehr. Wir brauchen auch noch irgendwie einen Hammer und ein bisschen Material und schauen wir mal, ob das reicht, ne? Der wird auf jeden Fall nicht reichen, der Hammer. Wir nehmen mal hiervon ein bisschen mit und ein bisschen... Ich bin nicht so... noch nicht so ganz überzeugt davon mit dem Zaun. Wir gucken mal. Wir gucken mal. So, den Rest haben wir ja. Gehen wir hier links. So. Gehen wir mal hier nach hinten einfach mal durch. Mm.
Ja gut, hier passt das, weil hier dann ja der Wasserfall runtergeht. Kann man den eigentlich... Wird das aussehen oder wird das scheiße? Ich glaube, das wird scheiße. Ja, guck mal, wie der zerfließt. Das wird scheiße. Das bedeutet... nein. Ist noch nicht optimiert. Okay. Ja, hier fängt der Weg halt irgendwo an. Ist ein bisschen irritierend, dieser Ton. Ich weiß auch nicht. Nee, wir machen den begleitend. Ich finde das nicht so geil. Also hier mit dem Zaun dann und so. Nee. Wir machen schon einen normalen Weg, aber erstmal machen wir Licht, dass wir hier auch arbeiten können. Kommt natürlich alles wieder weg, aber wir brauchen ja ein bisschen. Das ist so. Na, wir gucken gleich mal, wie wir das machen am besten. So, und zwar, wenn wir jetzt wirklich hier ganz streng nach Vorschrift vorgehen, das heißt hier zwei breit und ein Kies. Der hätte dann echt so eine komische. Ja, genau, hier war 3 und dann ging es ein rein. Und dann der ist hier 3 und dann geht es ein rein. Und dann ist hier 2 und dann ist hier 3 und dann geht es ein rein. Und hier außen wäre natürlich immer dann der. Dann hat man nämlich wie hier drüben beim Küstenwanderweg an der Seite dann hier auf der einen Seite Wald und auf der anderen Seite eben ja, die Wegkante. Also es wäre dann hier... Upsa. Oh. Das wäre dann hier eben... Na gut, hier nicht, das wäre falsch. Junge, ist das dein Ernst? Das wäre hier nämlich so, weil hier 3 und hier wäre dann das und hier wäre dann das und hier wäre dann das. Aber es wäre halt trotzdem ein guter Abschluss, weil der Wald, der ist ja künstlich angelegt, ne? Also von daher, das ist halt einfach so. Und dann hat der Wald als Abschluss halt eben den Weg. Ich glaube, so machen wir das. Ja, hier das gucken wir gleich mal, wie wir uns da dann durchschlängeln. Wir machen hier erstmal so diese ganzen sichtbaren Dinger alle irgendwie einmal schön. Aber zumindest hier am Rand. Im Wald selber machen wir das dann, wo wir das dann später sehen können. Wenn wir dann da irgendwie die Schleichwege durchbauen und die Lichtung bauen und so, da berücksichtigen wir das dann. Du auch. Ne? Hier, komm. Ja, und nun? Danke. Ein Stock. Vielen Dank. Ich werde ihn in Ehren halten. Hier wird lustig, weil hier geht's rein, da geht's wieder zurück und dann geht's hier hinten rum und dann schauen wir mal. Wir gucken mal, wie das dann aussehen wird. Und das erlaubt uns hier ein bisschen mehr Spielraum. Hier kommt man ja eine Treppe hoch machen. Also hier Treppe hoch, hier um die Ecke eine Treppe hoch und dann hier, dass man hier oben irgendwo hier durch vielleicht nach hinten dann zum. Hier ist so viel Baum. Oder man macht hier so einen kleinen Aussichtspunkt hin. Nur dass man dann hier hoch kann. Und dann kann man nämlich von hier oben hier so ein bisschen an den später irgendwann mal, wenn er dann da ist, den Hafen so ein bisschen sich angucken. Ach ja, mein Boot ist weg. Weil Clear Objects wahrscheinlich, ne?
Aber irgendwas liegt da unten im Wasser. Au, eine Fackel. Wo kommt denn diese Fackel her, Junge? Mein schönes Boot ist weg. Mein schönes Boot. Ja, hier ist auch nochmal irgendwann ausbaufähig. So. Ja, also Aussichtspunkt und dann kann man nämlich sich den Wasserfall angucken und dann kann man den zukünftigen Hafen sich angucken und irgendwie so. Und da, wo der Weg jetzt breit genug ist, da würde ich sagen, fangen wir dann an, den hinzubauen, nämlich hier. Das bedeutet, vorgegeben ist es ja. Also, das 3. Ist jetzt hier am Anfang natürlich echt irgendwie, weil der sich da ja längs schlängelt. 3. Weil der halt echt irgendwie, ja, streng hier eben längs geht. Hier geht's gerade. Hier geht's wieder schräg. Hier geht's wieder gerade. Das ist das, was ich meinte. Es geht so ein bisschen kreuz und quer. Ja. Scheißegal. Sieht eh keiner. Da muss eigentlich Kobbel rein, aber wir machen den jetzt erstmal so. Wir machen es einmal ordentlich. Dann können wir nämlich gleich immer noch mal gucken. So. Hier geht's wieder ein zurück. Da geht's wieder geradeaus. Da geht's wieder geradeaus. Da geht's rein. Jetzt haben wir hier gleich irgendwo so einen Knick drin, weil wir dann ja in die Richtung weitergehen. Dann gucken wir gleich mal. 1, 2, 3. Hier machen wir den Knick. Hier geht's dann in die Richtung weiter. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
auf dem Rückweg auch nochmal. Und das wird häufiger passieren. Ja, kann er hier endlich mal von hier drin? Ist auch nicht besser. Machen wir von hier. Da ist die Bewegungsfreiheit ein bisschen größer. So. Und noch ein Vorteil von dem Kies direkt irgendwie dran. Man kann hier relativ leicht irgendwie mit einer Treppe eins hoch und dann ist man dann im Wald. Ich glaube, das ist okay so. Ich rede mir das jetzt so lange schön, bis ich es gut finde. So. Upsala, da ist er aufgebraucht. So. Das Einzige, was ein bisschen scheiße ist, dass er hier einfach so, ja, 45 Grad Winkel. So lang 45 Grad Winkel, weil das hier alles wird, oder fast alles wird zu Cobblestone gleich. Wir gucken mal. Wir machen, glaube ich, dann hinten da einfach ein bisschen breiter. So, dann hier auch noch zu, hier auch noch zu. Und dann ist der nächste Cobblestone-Steck weg. Nächstes Stack aufgebraucht. So. Ich glaube, so meine Theorie oder meine Logik davon mit dem 3, das geht nicht so richtig auf, ne? Das, glaube ich, alles ein bisschen eng aus gleich. Das wird schießt. Sag mal, ruckelt es? 60? Ich lasse das mal kurz an. Ne, es ist konstant bei 59, 60. Ist ja limitiert. Das läuft komisch. Was auch immer, es ist egal. So. Zack, 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 zack. Wir haben es ja gleich geschafft. Wir müssen noch mindestens dreimal lang, weil wir ja auch noch, ja, den, Kies umwandeln müssen. Ne, zweimal müssen wir längst. Wir können ja hier beide mit einem Mal machen. Ich weiß nicht. Also hier wäre ja noch einer. Dadurch wirkt er ja etwas breiter. Ich guck gleich mal. So, erstmal ein Häppchen essen, sonst bin ich gleich verhungert. So. So. Dam, 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 dam. Nur nicht zu oft klicken, sonst ist nämlich Sand draus gemacht. Und dann ist der Hammer weg. Das ist ja wohl der Hammer. So. Bin mir nicht sicher, ob das Fußlaufgeräusch geiler ist. Fußlaufgeräusch. Mhm. Alles klar. Naja. So. Genau, hier war dann irgendwo der Knick drin. Und dann geht es nämlich von der Orientierung her in einer anderen Ecke weiter. So. Na? Da ist der nächste Hammer hinüber. So, noch ein Hammer her hier. Weiter geht's. Zack, zack. Das Geräusch kommt auch irgendwie aus allen Richtungen, habe ich das Gefühl.
Das klingt falsch. Das klingt ja mal komplett falsch. Das klingt richtig. Das klingt irgendwie Stahl, oder? Naja. Ups. So. Haben wir es dann gleich geschafft? Nö, ein bisschen haben wir noch. Ich sagte ja schon, es ist eine Arbeit, die gemacht werden muss. Sie ist nicht unbedingt spannend. Aber so eine produktive Aufnahmesession wie die letzte, ich glaube, die kriegen wir so schnell nicht wieder hin. Wir haben ja alles geschafft. Alles haben wir geschafft. Naja, eigentlich nicht, aber naja, fast. So. Ja, hier wäre halt da eben die Frage, wie es entsprechend weitergeht. Ich mache mir jetzt mal nochmal einen Hammer für das letzte Stück da. So, scheißegal. So. Ja, wie gesagt, drunter, rauf, vorne, hinten, links, rechts, keine Ahnung. Das hier wäre alles Cobblestone. Das heißt, wir machen das Ganze hier mal ein bisschen breiter. Ja. Und ab hier ist dann ja, ab da geht das dann ja. So. Ups. Gucken wir gleich mal, wie eng das dann da tatsächlich wird. Na, schauen wir mal. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Das dauert. Aber Sonne geht gerade wieder auf. Ah, Sonnenaufgang. So. So. Wo? Na, da habe ich genau gesehen. So. 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 Hier ist auch wieder so eine komische Stelle, ne? Die machen wir, glaube ich, einfach zu. Genauso wie hier auch. Boah, da ist ja gar nichts, Alter. Das ist ja gar nichts. So, wir pflügen uns hier einmal quer durchs Gemüse jetzt, bevor wir das dann irgendwie gleich ordentlich machen. Dann haben wir nämlich den Weg fertig und um den Weg rum bauen wir dann das Gelände wieder auf. So, und jetzt kommt der Cobblestone rein. Das war's. So. Wenn man es übrigens im Hintergrund so ein bisschen rauschen und ja, hört, dann ist nicht der Nachbar, das ist der Regen. Und Dachfenster und Regen gleich laut. So. Oder ich schieb's einfach aufs Rauschen. Genau, das Rauschen. Das ist das Mikrofon eine Schuld. Das Mikrofon ist so eine schlechte Qualität, das rauscht. Ich meine, das tut sowieso. Also, die Mikrofonqualität ist sowieso nicht so gut, aber dafür, dass das hier so ein Headset-Mikrofon ist, ist das schon in Ordnung. Ich hatte ja auch überlegt, eine ganze Zeit lang irgendwie mir mal ein Mikrofon mit so einem Arm zu besorgen. Hier so ein Hängding-Mikrofon-Teil. Hat aber so ein bisschen den Nachteil, dass die ja meistens so ein bisschen so eine gerichtete Struktur haben. Das heißt, man muss es dann in die Richtung ausrichten, in die man spricht. Und man kann nicht einfach mal irgendwo woanders hingucken und in eine andere Richtung sprechen, ohne dass sich da dann irgendwo die ganze Qualität verändert oder da irgendwo irgendwas anderes passiert. Und hier hört man es immer noch irgendwie alles einwandfrei, weil es ja durch das Headset irgendwie direkt kommt. So, rollen wir mal wieder zurück. Oh. So. Von daher, Headset ist schon gut. Und Qualität ist auch okay. Also, völlig ausreichend. Völlig ausreichend.
Und es ermöglicht einfach ein bisschen mehr Flexibilität. Man kann sich ein bisschen mehr bewegen. Ja, nicht, dass ich mich bewegen würde, werde ich aufnehmen. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Aber auch nicht so weit, weil das Kabel nicht so lang ist, dass ich durch den ganzen Raum marschieren könnte. Beziehungsweise wäre es das wahrscheinlich schon, wenn es an der richtigen Stelle verlegt worden wäre. Ist es aber nicht. Das heißt, ich red mich raus. Ich bleibe hier einfach sitzen und sage jetzt gar nichts mehr. So. Mikrofon wird hochgeklappt. Weißt du Bescheid? So. Da ist gerade irgendwas verpufft. Gut, dann gucken wir mal. Also hier diese Zickzack-Scheiße ist nicht so geil, aber okay, da ist er so. Es ist so, einer ist immer so ein bisschen... Obwohl es geht, ne? Es ist... Doch, das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht. Da, 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 das geht alles. Alles wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Naja, fast. Nee, eigentlich nicht, aber hey. So, da geht es entsprechend weiter. Das heißt, wir müssen hier mal eben kurz gucken, dass wir hier so ein bisschen Terraforming betreiben. Das heißt, wir ziehen hier einfach ganz stumpf zu. So. So. Ja. Genau, schön auf die Blumen drauf. Scheiß auf die Natur, wir machen uns unsere eigene. Ja gut, ups. Das bleibt so, das ist so okay. Hier müssen wir was tun, auf jeden Fall. Hier kommen wir nicht drum rum. Das heißt, wir ziehen hier einmal runter. Schon wieder was verpufft. Sind das die Teile, die despawnen, oder was? Verrückte Welt, Junge, verrückte Welt. So. So, dann müssen wir hier ein tiefer auch gucken, dass wir hier wieder ordentlich machen. So. Ah, wo ist denn der ganze. Der ganze Erdkram hin. So. So, 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 so. So. Sieht ganz natürlich aus hier. Ganz natürlich. So wie es hier schon immer aussah. Es ist hier so gewachsen. Naja. So. Dann ziehen wir von hier auch einmal zu. So. 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 Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. So. So, dann haben wir nämlich hier schön. Das sah gerade so falsch aus. Dann haben wir hier schön, dann haben wir hier schön. Dann haben wir hier so lala schön, keine Ahnung. Hier finde ich nicht so geil. Man könnte den natürlich auch hier irgendwie aufteilen und hier zum Strand runtergehen lassen. Hätte den Vorteil, es wäre hier nicht so ganz, ganz zackig hier an der Kante. Das heißt, hier ist. Da geht's gerade runter. Ja, hier wäre natürlich irgendwie, das wäre alles irgendwie schon wieder Cobblestone. Ups. Das heißt, hier ist dann... Ich hab den Hammer sogar noch im Inventar. So, hier geht's dann so weiter.